So, damit begrüße ich auch die lieben Zuschauer später auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sim Airport. Sehr schön. Wir spielen ein bisschen Sandbox-Mode. Ich habe mir ein bisschen Geld geholt, denn ich habe ja gestern erfahren, unter anderem auch von dem lieben Wizard, dass es hier ein paar Neuerungen gibt, die ich mir selbstverständlich reinziehen möchte mit euch. Das Spiel ist ja, habe ich ja nun des Längeren nicht mehr gespielt und da dachte ich mir, schauen wir doch mal gemeinsam rein. Wir haben ziemlich viel Zeit. Es ist gerade mal 14:45 und wir haben ja Zeit bis 10:30. Da können wir dann später sicherlich nochmal oder sicherlich auch zu Transportfieber nochmal gehen. Ja. So, ich werde NCS laufen lassen. Das ist zu laut. So, so sollte es passen. Ich begrüße erstmal alle. Hallo Gallows, Mann, hallo Max. Schröder auf YouTube, Data ist da, Random ist da. Stimmt, Random ist auch hier im TS, bevor ich es vergesse. Der aber anscheinend nicht reden möchte. Ah, er ist da, alles klar. Kannst du nur vielleicht nochmal was sagen? Hi. Okay, muss ich dich ein Stückchen lauter stellen. So, gut, sollte das auch passen. Wunderbar. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hab nicht so eine ruhige Maus, um das zu machen. Doch. So, sehr schön. Entschuldigung für die Musiksprünge gerade, aber ich habe wie gesagt nicht so eine ruhige Maus. So, wir fangen nun mal an. Es gibt ja anscheinend verschieden lange Runways. Die kleinen, für die ganz kleinen Flugzeuge. Das ist die Frage. Bis zu welcher Größe kann ich hier zum Beispiel die mittlere nehmen? Aha, okay. Change Pricing. Hier hat sich ja wahrscheinlich nichts geändert. Locked. Okay, Status. Hier könnten wir welche annehmen, aber ich werde jetzt erstmal da dafür, dass wir uns einen kleinen Flughafen bauen. Und da würde ich doch jetzt erstmal glatt anfangen und ein paar Runways bauen. Dass wir zum Beispiel hier unten Cancel Project, so machen wir nochmal. Was ist jetzt? Jetzt ist mir das Spiel abgeschmiert. Willst du mich eigentlich verarschen? Warum wird mein Mauszeiger eigentlich nicht aufgenommen?
Hast du mir das Spiel abgeschmiert? Willst du mich eigentlich verarschen? Wow. Guter Anfang. Oh. What the fuck? Ich hab nichts gemacht, das Spiel schmiert ab. Alles klar. Ist die Frage, wieso seht ihr jetzt nichts mehr? Ah, sehr schön. Okay, so. Also, wir bauen hier unten eine mittlere Runway. In etwa hier. Und sollen wir gleich daneben noch eine. Machen wir mal so. Nee, machen wir lieber so. Es muss ja nicht hundertprozentig richtig aussehen. Die Frage, sind die jetzt connected? Requested secure area. Okay. Dann würde ich sagen, bauen wir das wieder weg. Wie viel Platz haben wir denn? Doch, weil wir machen jetzt hier einfach mal wieder. Wir spielen ja Sandbox, so. Das heißt, das muss ja nicht unbedingt hundertprozentig richtig sein. So, das heißt, es wird ja. Das alles. Erlaubt. Und. Wir können nun, Moment, genau hier, XL und L bauen. Und dann würde ich im Grunde hier anfangen mit den XLs. So. Ah, es gibt hier nun eine Unterteilung, sehr schön. So, und dann stellen wir jetzt erstmal ein paar Workmänner an. Die mir das Ganze dann hier mal aufbauen. Wir haben schon knapp 2 Millionen verbaut. Okay. So, hier noch die Delivers hin. Hier machen wir Storage noch ein bisschen größer. So. What? Warum blinkt da jetzt was?
Wieso blinkt jetzt was? Mach's gut, Mann. Die mache ich weiter, wenn es neue Sachen gibt. Ach lol, der ist jetzt so verbunden, das ist aber auch nicht cool. Secure Area. Ja, ja, das kriegst du ja alles noch. So, denn wir brauchen nun hier eine Wall. Ne, halt, wir brauchen erst... Ah, wie ging das? Die Foundation. Machen wir mal 50 breit. Würde ich mal sagen. Hack denn das gerade? Requires at least one gated a door to the terminal. Okay. Jetzt baut ihr hier erstmal bitte die Foundation. Bauen wir noch ein paar mehr hin. Kann sein, dass wir zwischendurch mal kurz raus müssen und das Geld wieder erhöhen. Weil wie gesagt, wir sind ja hier, oder ich spiele das ja jetzt im Grunde nur mal ein bisschen wieder zur Probe, um zu gucken, was sich so geändert hat. Warum? Aircraft gate must be functional. At least one runway must be functional. Secure area braucht ihr. Ja, kriegt ihr ja alles noch. Wurde es früher auch dunkel? Weiß ich gerade gar nicht. Oh, wie konnte ich drehen? Stimmt, mittlere Maustaste. So. Jetzt haben wir da die Runways. Könnten wir hier... Na, Runway Large. Oh, die passt so rum gar nicht rein. Oh, das ist aber blöd. Die passt nur so rum rein. So, dann bauen wir noch ein paar Small ein. Da wir ja Verbindung brauchen auf beiden Seiten.